Oh, ich bin schon im Starten drin hier. Ich hab mich gar nicht gefragt. Ich habe jetzt erstmal die Karte zurechtgerichtet. Nach rechts weg. Jo, sieh dich. Also ich hätte da gleich was. Glaube ich. Ja, direkt nach dem Ausstieg, gell? Mhm. An mir die nächste. Dann die schaut ganz solide aus hier. Was ist denn das für See eigentlich, der da ist? Bad Königsdorf, das ist dann Simsee. Das Simsee stimmt, genau. Ja, da sind wir ja fast in der Gegend. Okay, hier geht's auf. Hast du eigentlich geschaut, der Höhenmesser war auf Platz höher eingestellt, oder? Ich glaube schon, ja. Heißt, hier haben jetzt noch 400 Meter oder was? Ja, QNH war's. Glaube ich. Wie schnell kreist denn du? Ja, ich versuche auf 100 zu kommen, jetzt muss ich erstmal zentrieren. Da blickt mehr zum See hin. Ich habe vorher mit Flaps 10 Klappen auf 10 gekreist, das ging ja nicht ganz gut, um die 100 rum, 100 bis 110. Relativ steil. Da kommt er. Hast du Wasser mitgenommen? Ja, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, mit Wasser ich meine noch nie beschäftigt. Nee, ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch gehe fürs. Oder dass das Fahrwerk überhaupt noch bei mir im Joystick gemappt war. Weil ich habe jetzt gestern, nachdem ich die Österreich-Ding da installiert habe, erstmal wieder meine ganzen Controls resettet. Aber wahrscheinlich wäre es einfach bloß G gewesen. Bist du dieses Jahr schon geflogen? Ne, bei uns läuft es immer erst ab 1. April normalerweise mit den Versicherungen. Wir hatten halt jetzt am Samstag, war ich am Flugplatz, ein bisschen an Motorsegler, am Motor oder Motor-Cowling rumgebastelt. Die hat einen neuen Motor bekommen. Und Polizei und Feuerwehr haben halt gemeinsam so eine Löschkanisterübung gehabt mit dem Hubschrauber. Da ein bisschen zugeschaut, aber mehr war das ja in echt noch nicht.
Appendi. Hallo. Na, was fliegt ihr denn hier? LS6. Denn ich glaube, jetzt kann ein bisschen weiter aufmachen müssen. Ja, gut möglich. Ja, von wo, wo du bist, jetzt ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Ich glaube, da kommt er besser. Ja, der zum Platz hin wird ein bisschen schwach. Ich glaube, wir müssen eher. Da liegt. Na, da bist du ja. Ja, ich versuche mal unter dich zu kommen. Also, ich habe gerade 3 Meter. Ja. Ja, ich bin jetzt direkt unter dir. Ich löst der schon wieder auf, oder was? Wenn du jetzt geradeaus zufliegst, die Wolke schon nicht schlechter aus, die vor uns. Die kann man vielleicht ein bisschen weiter südlich gehen. Ja. Mach den Ding noch fertig und dann. So ein Nuller bis ein halben Meter geht schon noch teilweise, aber. Ja, aber ich hatte es vorher gehabt, da war ich nördlich vom Tegernsee, da habe ich auch so einen Nullschieber gehabt und. Als ich auf der Luganalyse hatte, eher schon, als ob ich so langsam dahin sehe, weißt du? Ja. Du kommst halt doch nicht vorwärts. Integriert war es ein halbes Meter sinken. Ich habe jetzt gerade minus 0,2. Sag mal, die Varios sind die gleichen prinzipiell, oder? Wie? Also, ich meine, das linke und das rechte sind beides Brutto-Variometer, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass das linke ist mit statischen Druck ist und das rechte als elektrische. Ja, aber ich glaube, das sind beides Brutto. Also nicht, dass wir ein Netto-Variometer haben. Oh, dann unkompliziertes, die sind auch schön. Nee, unkompliziert ist es nicht, das habe ich schon getestet. Ja, das hatten wir mal in unserer ASK. Die hatten hinten eine neue Tech-Düse bekommen, die aber zu klein oder zu groß war. Und dann hat man im Endeffekt wie ein unkompensiertes Vario drin. Naja, scheiße. In der K6 wissen wir es wenigstens, dass das unkompensiert ist, aber. Na, die Wolke zieht nicht so wirklich hier. Die ist sich am Auflösen. Ja, die franzt langsam aus. Dann nehmen wir halt die nächste, oder? Ja. Dann nehmen wir die gleich da hinten Richtung. Über der Stadt da? Ja, ich flieg da hinterher, genau. Ist das Rosenheim, oder? Das sollte Rosenheim sein. Also, das ist echt cool, wenn man mit den echten Karten fliegen kann. Aber ich hab's noch nicht bekommen, nicht? Im Internet gibt's das nicht, ich muss mir irgendwie meine Strafe suchen. Was? Eine WFA-Karte. Wenn du nach München kommst, dann sagst, dann nehme ich eine von meinen alten Segelflugkarten mit. Ja, das wäre super. Das wäre super. Ich habe die Nürnberg- und München-Karten und die Münchner Karten sind echt super. Naja, im Alpenvorland kenne ich mich zum Glück noch so weit aus, dass ich das nicht brauche. Ja, die München-Karte, die geht südlich bis. Also über die Grenze drüber. Da ist halb Österreich noch mit drauf. Ah, die vor uns fallen auch schon wieder ein bisschen zusammen, kann es sein? Zumindest die zweite? Ja, die erste könnte noch sein, die hat noch dreieckig vom. Das heißt, die franzt noch nicht so aus. Mhm. Mal schauen. Ah, die dahinter ist bald weg. Es wäre immer ganz recht, wenn die da vorne jetzt geht. Wo ist der nächste Platz? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo der nächste ist. Rosenheim, ja, das ist wieder Bad-Endorf. Wir hätten noch in der ungefähr gleichen Abstand ein bisschen weiter, eher direkt nördlich, statt vielleicht 30 Grad. Ne, da geht was. So ein bisschen. Na, prima. So, der Nullschieber kommt schon. Ja, ansonsten hätte man noch Vogtereuth oder sowas. ADW. Ja. Schauen wir jetzt mal, ob wir den Sack da. Da ist er nicht. Wenn, dann geht besser gleich links rum rein, rechts ist nix. Wechselst du Richtung? Ja, ich wechsel dann, wenn du vorbei bist.
nach rechts kommt nichts, da geht's ab. Ja, der Wind kommt von Süden, das heißt, die sind mehr links gerichtet. Aber jetzt habe ich hier 4 Meter steigen. Okay, ich drehe ein. Jo. Na, ist so. Oh, die Trimmung ist wieder die blöde mit dem. Mit der Stabtrimmung, ja. Die Knüppeltrimmung, die doofe. Die funktioniert nicht. Ich glaube, im echten Flieger geht es leichter. Aber hier ist das ja, nicht es so ist richtig. Halt im Ding, weil du kein Force-Feedback-Stick hast, genau. Ist das Ding beschissen. Jetzt hat er mich rausgeschmissen irgendwie. Ja, langsam ist er gleich weg. Die Wolke zerfällt auch langsam. So ein halber Meter kriegst ab und zu noch, aber alles in allem jetzt eine ziemliche Nullnummer. Sollen wir gleich südlich gehen? Das ist eine Straße. Jo. Flieg gleich voraus. Aha, da ist ein Ventus unterwegs. Oho. Ja. Du wirst ja eine dann noch mitnehmen wollen, oder? Wen? Die Wolke jetzt direkt vor dir. Naja, wir können ja unter durch und mal schauen, aber die hintere schaffen wir auch. Wir kommen vielleicht bis zum Alpenrand sogar. Sag mal, na. Ich hab knappe 2000, dann 500 weg macht 1500. Haben wir fast 60 Kilometer. Was ist denn der Alpenrand? Was haben wir da für eine... Was haben wir da für Grundhöhe? Warte mal, wir sind jetzt knapp bei Rosenhof, dann haben wir bei... Am Alpenrand haben wir mal 915 Meter bei so komischen Funktürmen. Boah, der geht gerade wie Sau. Ja, aber wir lassen uns den nächsten, glaube ich. Ja, die nehmen wir halt noch mit, so lange wie es geht und dann... Waren doch gleich wieder 100 Meter. Auf geht's. The glider one. Ja. Yeah. Is it just a gliding competition? No, we're just free flight for us now. Just playing around. Yeah. Also rechts und geht heute nichts. Is it a separate game? Oh, the simulator, you mean? Yeah. Part of FSX? No, it's a separate game. Okay, Thane, du musst dann erstmal, wenn es Richtung Osten fliegst, aufmachen. Dann kommt er. Ja. Yeah. Wo hast du die Gleitzahl gesehen? Im PDA oder wo war die angegeben? Nee, bei der Flugzeugauswahl. Ach so. Oh, the graphics are shit. Yeah, the graphics are not but that good. But the physics is great. Is it what, force feedback? It has the option. You can have it, yeah, if you like. But I don't have a stick for it. But the flight dynamics and the weather dynamics are great. Ich glaube, der ist ziemlich eng gerade. Eigentlich sehe ich ihn gerade überhaupt nicht. Jetzt kommt er langsam. Ja, ich habe einen gerade.
Außenlander? Der ist im See gelandet, der Vogel. Du hast den wieder? Ja. Sehr schön. Ist es eine Matze? Den muss ich mit über 40, mit 50, 60 Grad kreisen. Ja, weiter oben geht er dann so bei 30, 40. Ah ja, der ist... naja. War der vorher schon angenehmer? Ja, jetzt habe ich ihn relativ stabil. Jetzt ist er nur so stark wie vorhin. Na, ich glaube, jetzt können wir auffliegen. Okay. Schauen wir uns da mal in die Richtung die Wolken an, oder? Ja. Wollen wir eher in die Richtung oder ein bisschen weiter Richtung Westen dann noch? Das ist mir eigentlich gleich. Ich habe das Gefühl, dass in den Bergen ein bisschen mehr geht als im Flachland. Von den Wolken hier auf alle Fälle. Da gab es auch im PDA auch mal eine Seite mit Wind, oder? Auf 4? Ne, Wind weiß ich nicht. Ich habe bloß die Karte, dann nach Bad-Endorf zurück, Anflugcomputer und die Thermikfeld. Boah, der Wind war von 170 mit 10 km pro Stunde. 180, also eigentlich direkt von Süden. Mhm. Also fliegen wir jetzt quasi gegen den Wind. Ja. Ja, dafür geht's trotzdem noch ganz gut. Problem ist nur, wir müssen jetzt eigentlich links um den Bergkamm rum, oder? Weil sonst zieht uns dahinter runter. Ja, wir müssen da ins... in das Tal da vielleicht ein bisschen reinziehen. Und das rechts von uns, oder? Meinst du jetzt, dass wir erst links und dann rechts rein, oder? Aber ich glaube, die Wolke ist eigentlich direkt über dem Kamm. Das ist gleich ein Hangaufwind. Okay, dann nehmen wir den direkt mit. Weiß nicht, wie hoch über dem Berg das Zeug dann langsam aufhört. Ich bin jetzt auf 1900. Ich bin ungefähr 200 Meter über dir. Wie schnell fliegst du eigentlich mit der immer von einer Wolke zur nächsten? Naja, jetzt fliege ich mit 130 ungefähr. Klappstellung auf 5 plus. Oder? Ich bin auf 0.
aber ich weiß nicht. Ne, ich hab's auch auf 0 jetzt, genau. Stein irgendwo in der Gegend sein. Da links ist er, rechts ist er von uns. 9 Uhr. Schaut da so ein bisschen raus. Was jetzt? Links oder rechts? Rechts von uns, auf der 3 Uhr. Okay. So eine kleine Spitze. Und da hinten, glaube ich, auf unserer 10, das müsste Großglockner sein, in Distanz, ganz hinten. Weiß ich, da müsste ich erst ein bisschen auf der Karte suchen. Aber einen Wendelstein habe ich gefunden. Und geht da was? Noch nicht, aber ich bin noch, was weiß ich, 400-500 Meter. Ne, 200-300 von der Wolke weg. Die kommt jetzt eben gleich. Wenn nicht, könnte man einfach über den Kamm drüber fliegen und schauen, ob da ein Wind aufgeht. Ja, genau. Ist ja gerade Mittag, dann haben wir auf der Südseite sicherlich irgendwelche Hangarwinde. Na, ist schon langsam mit sinken weniger. Werkelt schon, aber auf geht's noch nicht. Nee, war nicht. Ja, ist ich hab Steigen. Leichtes Steigen. Ah, das war nix, das war so ein kleiner Hupfer. Ja. Ja, also ich hatte auch noch nicht wirklich was, dann fliegen wir gleich drüber, oder? Ja. Da ist es halt überhaupt nichts momentan, ja. Nee. Entweder wir fliegen komplett blind dran vorbei, oder? Ja, und wenn nicht, können wir noch ein bisschen nach Westen raus beim... Ja. Dem Wendelstein danach bei... Ne, was ist das denn für ein Platz? Geitau. Stimmt, da ist auch ein Platz, genau, Geitau. In was hat der 800 Meter? Das heißt, die haben noch gute 1000 Reserve. Ja. Hast du was? Fugtereuth müsste ja auch in der Nähe sein, irgendwo. Fugtereuth? Uff. Ich sehe jetzt in der unmittelbaren Nähe... Bayerisch Zelt, ein Kufstein auf der anderen Seite von der Grenze und Brandenburg gibt es noch bei Deggendorf. Aber sonst... Ah, die Wolke schaut so aus, als würde sie sich gerade auflösen. Ja, ich glaube, da geht nichts mehr. Ja, fliegen wir halt mal auf diese andere Seite vom Kamm, oder? Ja. Sollte jetzt gerade so noch drüber kommen. Hello guys. Hey Boise. Hey Boise. Na komm schon. Wie schaut es denn aus hinter dem Kamm nach rechts weg? Ist es dann relativ flach? Ja, es geht halt total ziemlich eben durch. Das heißt, da kommt man schon durch. Ja gut, dann komme ich hinterher. Ich glaube, ich habe jetzt noch ungefähr 150 Meter über dem Kamm. Ja, jetzt kommt er langsam. Oder auch nicht. Oder auch doch, keine Ahnung. Da müsste bald was Neues entstehen. Ich weiß nicht, so ein Nullerkrieg vielleicht gerade hier. Na, ich hab hier gerade einen Megasaufen auf der Seite. Ja. Oh, jetzt geht er ab. 1 Meter.
Was? Ein Meter, knapper Meter, nicht einmal. Jetzt halte ich mich gerade auf Null. Und jetzt ist das, ich rüberschau? Ja, nee, wirklich. Blick weiter. Hier ist ein bisschen Hang aufwind, aber mehr nicht. Oh ja, obwohl, ja, 2 Meter. Ich habe gerade so ein Nuller bis ein Halberten vielleicht. Also. Nicht so wirklich, gell? Nee. Ich kann mal höchstens mal probieren, dass wir nach Westen da bis jetzt ein paar rausfliegen. Da stehen wieder ein paar Bummel. Ja. Ja, eigentlich nach Süden ist das schon fast. Und wenn nicht, können wir immer noch rechts rum dann nach. Genau, ja, nee. Brandenburg. Ich fliege jetzt mal hier einfach auf der Südseite von dem Hang entlang, vielleicht komme ich damit ein bisschen plus einfach auf Strecke. Da ja. Könnte ich mich fast mit einem halben Meter steigen durchmogeln. Das ist so ähnlich wie in dem Video mit der 20er, das du geschickt hast, oder? Der ist ja auch immer so auf die Bergkämme drüber. Der ist eine ASW 27, genau, ja. Aber der hat ja jetzt nicht mehr Wind. Ja. Ja, der ist ja fast mit Klappen ganz auf schnell und einfach durch. Ja, weil das ist ja unglaublich. Ich meine, da hat man nicht gemerkt, dass der irgendwie arbeitet. Nee. Der ist halt einfach so am Hang lang geflogen. Wobei, es gibt von ihm auch noch mehrere Videos, wo er in Rennen drin war. Und da gibt es schon ein, zwei, da wird Außenlandung. Hey, da kommt was. Schau, ob man kriegt. Bis ein Meter. Bist du jetzt weitergeflogen? Nee, ich bin noch immer im Kreisen. Wo bist du? Ja, auch noch da. Okay. Ja, ich bin hinter dir.
Na, seh dich wieder. Ich glaube, ich komme mich so mit so. Ich habe so integriert jetzt ungefähr 20 cm steigen. Na, ich krieg so einen halben also Meter. Ich kann mich so langsam und mühsam ernährt sich das Eimerhörnchen da hocharbeiten. Ist halt die Frage, aber im Moment ist das Gleis das Beste, was wir kriegen. Ja. Nein, jetzt kommt nichts mehr. Ich fliege mal ein bisschen längeres, ja. Also ein bisschen mehr damit das Tal runter. Jo. Mach den Kreis noch fertig und dann komme ich noch. Und jetzt habe ich hier 1,5 Meter. Es hebt mich jetzt gerade so wie den nächsten Hügel drüber. Naja, jetzt bin ich auf der Nordseite vom Hang wieder. Da komme ich noch drüber. Und dann Südseite müsste es eigentlich voll abgehen wieder. Ja, von jetzt kommt. Jetzt habe ich ja wieder super saufen hier auf der Nordseite und jetzt bin ich gleich über dem Kamm drüber. Ich weiß nicht, ich komme jetzt hier fast mit einem glatten Null auf den Kamm zu. Nee, jetzt hier bin ich auf der Südseite wieder, jetzt gehe ich wieder hoch auf einen guten Meter bis 2 Meter steigen. Okay, jetzt kurz vor der Hangkante fängt sich das Saufen an. Ich grab ihn jetzt mal hier auf der südlichen Seite vom Hang. Ja. Ja. Was richtig was hergeben tut ja auch nichts. Das ist bloß so. Obwohl jetzt, gell? Ja, also ich kann mich mit viel Arbeit, kann ich mich so ein bisschen hocharbeiten. Ich meine, also nach Regel legal ist das nicht mehr, was ich hier mache. So 2 Meter ja, Abstand okay. Über den Bäumen. Ja gut, da kannst du auch im Charlie ranfliegen, das juckt Sau. Naja, meine 50, 60 Meter habe ich schon gemacht. Ne, kurz hast du mal so einen Reißer mit 1-2 Meter drin und danach krebst du wieder bei so einem Null rum. Schade, dass wir keine Wanderer hätten, die hätten jetzt ihren Spaß auf dem Ding. Geh, ist der Wind ausgegangen. Das Lustigste sind immer die Bäume, wenn du bei denen im Feld hockst. No, 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 no
Probieren wir es mal. Ja. Achtung, ich glaube von links. Ja, flieg weiter, ich glaube. Ja, ich bin im Überlegen, ob wir uns nicht die eher bei dir in Flugrichtung anschauen, die kam entlang. Ja, mach schon. Ich fliege hinterher. Die schaut noch ein Ticken schöner aus. Ich meine, hier haben wir ja weitere Hänge, die können wir ja mitnehmen noch. Ich meine, solange wir auf der Südseite sind, ist es zwar ein bisschen zu hoch, aber. Ich überlege gerade, halt, die Stadt davon, das müsste dann fast Wandelstein sein, oder? Nein, das ist jetzt, das ist ja das Inntal, wenn ich mich nicht irre. Was kommt, wie heißt denn das da? Aber dann kommt dann die Grenze. Oder Bayerisch also, Zell? Ist Innsbruck. Ja, Bayerisch Zell könnte es sein. Und dann, da hinten, das ist der Inn jetzt vor uns, da geht, soll die Autobahn entlang gehen. Und da hinten müsste Innsbruck sein, wenn ich mich irre. Ich glaube, da kommt eher Kufstein. Meinst? Laut Karte schon, ja. Ja, gut. Ich vertraue dir da. Innsbruck. Das habe ich noch nicht auf der Karte gefunden, also halt. Oh, jetzt löst die da vorne auch auf. Ja, aber da haben wir wieder Südhang. Oder wir sind mutig und nehmen die direkt über dem Fluss da, kurz vor der Biegung. Ja, aber bis wir da sind, ist die wahrscheinlich auch schon wieder weg. Das ist es. Aber sorry. Schau mal vor dir, wie ist die Kleine, die sich gerade aufbaut? Okay, fliegen wir mal hin. Oder rechts auf. Ne, links, ja noch rechts auf deiner 9 Uhr, das ist eine ganz frische. Ja, die ist auch wieder ein Stückchen weg. Ich probier mal die aus, sind die gleich da. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt auf- oder abbaut. Also die vor dir baut ab, ganz eindeutig. Beide? Na, also ja, doch, beide schon, die beiden großen. Ich glaube, die beste haben wir auf unserer 2 Uhr, 3 Uhr. Ja, dann probieren wir doch die, oder? Nee, da geht's jetzt gerade richtig runter. Ja. Ja, die sind auch, aber ich habe die eigentlich eher gemeint, die da so direkt über dem Tal steht. Da geht gerade was. Ja, das ist wieder der Hangaufwind hier. Ja, nehmen wir halt mal ein paar Meter. Nehmen wir einfach mit, genau. Dann war Zeit, ist halt wieder saufen. Die Brandl-Schicht. Ich hab dir das gelernt. Das ist scheiße auszurechnen, das sag ich dir. Ich überleg grad, Brandl-Schicht Stauchrohr kommt mir bei als erstes, aber Brandl-Schicht. Nee, Brandl-Schicht ist auch, warum sich der Aufwind nicht direkt senkrecht nach oben, sondern warum sich dann lang den Hang hochzieht. Und da musst du dann dein ganzes Referenzsystem rotieren. Sodass, also, ich hab's nie gemocht. Ich hab's noch nie so richtig verstanden, wie das mathematisch funktioniert. Nee, wir hatten halt so die klassische Meteorologie, aber jetzt wirklich mit Alpen oder eben Gebirge ist bei uns eigentlich kein Thema. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit weg. Nee, das war im Physikstudium bei dir. Jetzt kommt er. Oh ja, der kommt. Der Hüpfer, der hebt mich jetzt noch einmal hier. Ui, ja genau. Fünf an. Im Anschlag. Okay, klappt zurück. Oh, da können wir jetzt schon tanken. Aber konstant teilweise, ey. Ja, aber das ist genau der Zeit. Das ist der Südhang, der erwärmt wird und dann zieht sich der Aufwind direkt am Südhang hoch. Und über dem Gipfel steht die Wolke. Jetzt habe ich sogar einen Pitti vertrieben. Ah,
Ach, bist du da nicht zu weit nördlich, wenn du sagst, es kommt alles vom Südhang? Ja, bin ich. Das merke ich auch gerade auch wieder. Also ich doch keinen Sinn Knoten hier gerade. Im Aufzug hier jetzt, ja. Da merkt man dann auch richtig, wie es der Wind alles nach Norden wieder rausdrückt. Weiß auf die Nordseite kommst, bis im Saufen drin, aber unglaublich. Ich weiß nicht, ich fahre halt so knapp über Nullet runter, aber dann kommt er auch da wieder. Ich habe irgendwie da das Gefühl, dass ich viel enger kreise als du, kann es sein? Na, keine Ahnung. Möglich, ich muss wieder auf die Südseite, mich hast du wieder nach Norden getrieben. Möchte er mich gerade nicht mehr? Integriert 3,5 Meter. Ich bin gerade irgendwie in einer blöden Stelle. Ich krieg gerade bloß meine. Ich will da gerade nicht. Ich bin zu weit südlich. Ja, jetzt das habe ich wieder. Ja, da ist er. Ich möchte auch mal bei uns einen Südhang haben. Ich glaube, ich fliege dann heim. Muss morgen wieder einigermaßen früh raus. Wohin fliegen wir? Also ich werde zurück nach Bad-Endorf geflogen. Das sind laut PDA 30 Kilometer. Okay. Und das sollte man jetzt eigentlich locker im Ding haben. Ich bin auf 2500. Bad-Endorf liegt auf 500. Das heißt, wir haben 2000 Meter für 30 Kilometer. Das sollte man eigentlich locker schaffen. Ich weiß nicht, wenn es willst, kannst ja du gerne noch bleiben, aber. Na, ich fliege auch zurück. Muss wieder um 5:45 aufstehen. Ja, ja. Elf Minuten bis dort. Warte mal, wir sind west nach ost gestartet, oder? Was ist denn die Bahnausrichtung? Ja, oder halt tendenziell eher gegen Osten. Bahnausrichtung direkt ist. Aber das ist nicht unser Feld, oder?
Wir waren doch mit mir nach rechts. Doch, auf 1 Uhr. Ist es das? Ja. Dann sind wir da aber nach Osten gestartet. Ja, genau. Was sagt PDA? Sagt, wir haben noch 8 Kilometer. Warte mal, unser Platz ist auf 2 Uhr. Wir sind aus Bad-Endorf geflogen, oder? Bad-Endorf ist ja, wir haben jetzt links ein, mit Rosenheim ist das, oder? Mit Bahn. Und der ist auf 10, 11 Uhr. Nee, das ist Vogtereuth. Das ist Vogtereuth, genau. Aber Bad-Endorf, der liegt ja jetzt auf 2 Uhr ungefähr. Ja, 1 und 2 Uhr, genau. Aber da ist doch die Bahn Nord-Süd-Ausrichtung, oder? Ja, doch, stimmt. Das heißt, wir fahren eigentlich, wir wissen wir fliegen jetzt nicht genau. Ja. Ja, ich war jetzt irgendwie so drauf, ja gut, wir fliegen halt jetzt genau Nord, der Platz kommt so ungefähr links nach rechts, aber derweil fliegen wir schon wieder 40 Grad oder so. So, was machen wir jetzt mit der Höhe? Ja, wir können einmal über den Platz stechen. Okay. Drehen wir gleich, dass wir dann mit dem Wind drüber schießen. Ja, ich würde es einmal quittig drüber schießen und dann... Ich bremse mal ein bisschen. Nach links weg, einmal in die Platzrunde rein und dann zum Hangar hin landen. Sag mal, wenn du ein bisschen rankommst. Ich bin noch einen Kilometer. Kommt jetzt ernsthaft ein Steigen. Ja, du hast einen Tritt an der Wolke durch. Ah ja. Was man nicht alles findet, wenn man nicht drauf schaut. Jetzt sind wir, wenn du dich an der Position gemeldet hast, dann kannst du steigen. Ja, ja. Kurz bevor du im Querenflug drehst. Ist da gerade jemand da, oder? Keiner am Platz. Nö, nee, sonst ist er gleich schon blau. Ja, richtig, sind ja die Labels an. So, 1000 da haben wir noch. Was war Platz hier? 500 und... wo sind wir? Annenburg, Bad Endorf sind... 514. Aber wenn ich ein bisschen nach rechts aushole, dann kannst du grad fliegen, oder? Dann komme ich links wieder an dich ran. Ja, prinzipiell. Höhe haben wir ungefähr gleich. Geht's ja, an dir vorbei? Ich glaube, wir sind drin. Jo. Ja. Geh ich auf 10. Okay, komm hinter dir ran. Und steigen. Ja. Ah, nicht mal. Hey. Geht er direkt aus? Ich bremse jetzt. Sieht schon gut aus, die Flächen raus. Geht da hinten über das Dorf raus und dann. Ich folge dir einfach. Rechts zum Dorf und dann. Steigt ihr immer noch? Ja. Unverschämt. Da hilft nur eins, Fahrwerk raus. Ich finde die LS6 eigentlich ganz gemütlich. Jo. Wenn man sich mal ein bisschen an die Klappen gewöhnt hat. Ah ja, gut, das haben sie ja fast alle, glaube ich. Ah, da bist du. Ja, es gibt ein paar, die haben noch keine, aber
Auf wie viel hast du? Ups, ja, das war's. Screenshot. Achtung. Auf wie viel hast du jetzt deine Klappen? Auf 10. Und jetzt gleich in Landung. Okay. So, knapp 500 Meter. Ich glaube, ich soll ausholen. Also Screenshot macht einen super Lag, das sollte man bedenken. Mhm. Ich hab's gerade gemerkt. Ist besser, dass man da wahrscheinlich das nachher macht. Replay. Ja. Okay, und Querenflug. Das ist schon Klappen draußen, oder? Also ja, ich bremse jetzt immer so ein bisschen runter schon, ja. Gut, dann lasse ich mich mal ein bisschen zurückfallen. Sehr schön. Ja. Ja, das war lustig. Jo, gerne wieder. Müssen wir noch Mickey herankriegen. Und Mesa war auch interessiert, aber der hat noch überhaupt nie Gleiter geflogen. Ja, das könnte ihm schon beibringen. Ja, sicher auch kein großes Problem. Dann schau ich mal, ob ich ein Video irgendwie zusammenschneiden kann von dem, was wir gemacht haben. Jo.